So, Primate City TV, wir sind heute am Start mit Buschbeier und Mikey bei Straight No Chaser. Heute Konzert hier mit Amewu, der gerade noch draußen auftritt. Die Halle bebt sozusagen. Dazu erstmal zu sagen, Mikey, du hast ja jetzt die Veranstaltungsreihe Straight No Chaser ins Leben gerufen hier in München im Backstage. Wie läuft das bisher so? Ja, eigentlich ganz gut. Also wir haben jetzt gesagt, heute ist voll, super. Ich mache die Aftershows für die deutsche Popkonzerte. Ja, wir werden einfach weiter rocken und nicht aufgeben. Backstage hat Bock drauf, ich habe Bock drauf und jetzt schauen wir, was die Leute machen. Wird halt oldschooliger Hip-Hop gespielt, deutsche Pop wird gespielt und dann mal schauen, was geht. Heißt kein Scheiß, du legst auch Deutsch-Hip-Hop auf, oder was? Ja, man nennt es Deutsch-Hip-Hop. Ja, yeah, das ist ja fast ein Fremdwort für deutsche DJs, ne? Also so der... Ja, legst du dann, was legst du denn so auf? Legst du dann nur so hammerhart Bambule-Sachen auf, oder hast du da noch mehr als Füchse am Start? Nee, jetzt mal in Ernst, also ist ja wirklich ein ernstes Thema eigentlich. Ne? Ja, also natürlich habe ich Füchse auch am Start. Dann habe ich Reimemonster am Start und dann war es das eh schon. Nein, Schmarrn, also Spaß beiseite. Also ich spiele natürlich den oldschooligen Deutsch-Classics hoch und runter, spiele aber auch gern neue Sachen, so wie von Team 70 gerne was spiele oder auch vom Buschby. Ich bin da offen für alles, es muss halt passen. Der DJ muss halt schauen, dass der Sound passt und dann ist es scheißegal, ob es Deutsch ist oder Ami. Also bis jetzt ist die, ja, ich habe immer ein gutes Feedback. Und wenn es nicht mehr geht, dann spiele ich halt wieder Englisch und fertig. Hast du denn eine Idee, warum so wenige DJs in Deutschland das machen, was du dich einfach traust zu machen? Ja, ich würde nicht sagen, dass es wenige sind. Es ist halt einfach das Publikum. Also wenn ich bei Harris lese, dass er irgendwo in Sachsen spielt und die Leute mit 2,5 Stunden deutsche Pop supportet und die das feiern, dann sage ich nicht, dass es wenige gibt. Ja, es ist halt eine andere Zeit. Es ist 2011. 98 ist jeder in 0711 Club in Stuttgart gegangen und dann sind 70% deutsche Musik gelaufen. Also wurde deutsche Musik gespielt, ja. Ja, keine Ahnung, das ist die Zeit. Also ich finde auch, ich kann alles spielen nochmal. Ich spiele Savage, ich spiele Sido, was weiß ich, und die Leute gehen trotzdem ab. Also man muss dafür offen sein und es kommt darauf an, in welcher Szene du dich bewegst. Ich würde ja sagen, man muss Eier haben, ne? Big Boss. Okay, und die Veranstaltung läuft einmal im Monat oder was? Sag doch mal, ist es so jeden zweiten Freitag oder? Ja, also es ist einmal im Monat. Ab April ist es jeden zweiten Monat, also immer der zweite Freitag im Monat ist es safe. Also ein Regular im Monat ist es. Und dann schaue ich halt, dass ich alles Mögliche, was mit Hip-Hop zu tun hat im Backstage, halt die Warm-Up oder Aftershow bekomme. Das ist immer ein bisschen kompliziert, aber ich bin im März spiele ich bei Prince P Warm-Up, Aftershow und bei Olli Banjo auch und ich kann nicht klagen. Ja, das hört sich doch gut an. Ja. Okay, ja, dann du hast ja nicht mehr viel Zeit, deswegen habe ich jetzt da angefangen, weil Mikey natürlich gleich die Bude rocken wird hier.